Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber scheitert bei den US Open schon in der dritten Runde. Ihre Gegnerin Dominika Sibulkova entscheidet zu viele Angelique Kerber Ballwechsel für sich und gewinnt 3:6, 6:3, 6:3. Alexander Zverev verliert auch gegen Philipp Kohlschreiber, auch das auf seine spezielle Art. Hier geht es zu allen Ergebnissen der US Open. Und dann gab es mal wieder einen Angelique Kerber Ballwechsel zu bestaunen. Es gibt während einer Angelique Kerber Partie stets Angelique Kerber Ballwechsel zu sehen, aber dieser war dann schon ein besonderer, weil er auch noch ein bedeutsamer war. Dominika Sibulkova, Slowakei, dominierte den Punkt, so wie die beiden Igel das Rennen mit dem Hasen dominieren, nur muss Sibulkova irgendwann glauben, dass da auf der anderen Seite des Netzes zwei Hasen, also zwei Kerbers sein mussten. Kerber erlief die immer wütender werdenden Angriffe von Sibulkova, 5, 6, 7 Mal, und sehr häufig gewinnt Kerber solche Angelique Kerber Ballwechsel. Nun aber Mitte des entscheidenden Durchgangs, da prügelte Sibulkova weiter, 5, 6, 7 Mal, und den achten Schlag platzierte sie unerreichbar in Kerbers Rückhandecke. Es war der Ballwechsel, der Sibulkova zwei Break-Bälle zum 4:2 im dritten Satz ermöglichte. Sie nutzte gleich den ersten und gewann die Partie nur wenige Minuten später mit 3:6, 6:3, 6:3. Es bedarf einer außerordentlichen Leistung, gegen diese Angelique Kerber zu bestehen, und Sibulkova schaffte diese außerordentliche Leistung. Es war aber an diesem Tag auch deutlich zu sehen, warum es Angelique Kerber Ballwechsel und Angelique Kerber Partien gibt. Sie kann sich nicht auf einen krachenden Aufschlag verlassen, ihre schnellste Spieleröffnung gegen Sibulkova lag bei 165 km pro Stunde, die langsamste bei 115, beides unterdurchschnittliche Werte oder eine andere einzigartige Waffe. Sie vertraut ihrer Fitness und ihrem außerordentlichen Spielverständnis, über das sie zum Beispiel extreme Topspin-Schläge einer Gegnerin früh attackiert, im taktisch sinnvollen Moment einen Rückhandslice wählt oder auch mal einen kurzen Ball einstreut. Und sie kann darauf vertrauen, bei bedeutsamen Ballwechseln ruhig zu bleiben und ihre GegnerInnen auch mal zu zermürben. Kerber lässt sich das Spiel der Slowaken aufzwingen. Patrick Mouratoglou, der Trainer von Serena Williams, hat Kerbers Spielweise mal als vorhersehbar beschrieben, es ist, als wären auf dem Platz zahlreiche Kissen in verschiedenen Farben verteilt. Wenn Kerber durch den Schlag ihrer Gegnerin auf ein, sagen wir, blaues Kissen getrieben wird, dann spielt sie den Ball genau dorthin, wo auf der anderen Seite des Netzes ein blaues Kissen liegt. Kerbers Stärke liege darin, dass sie zum einen zahlreiche Kissen erreiche, bei denen andere Spielerinnen längst aufgegeben hätten, und dass sie unglaublich präzise und in grotesken Winkeln zurückspiele. Es ist vorhersehbar, und doch haben viele GegnerInnen keine Chance, den Ball zu erreichen, weil Kerber ihn einfach perfekt spielt. Das führt dazu, dass es zwar unfasslich schwer ist, Kerber zu besiegen, dass sich Kerber aber bisweilen auch unfasslich schwer tut, eine Partie zu dominieren und zu Ende zu führen. Sie agiert dann zu weit hinter der Grundlinie und überlässt der Gegnerin die Spielgestaltung, anstatt selbst die Kontrolle zu übernehmen. Sie ist wie ein Steinmetz, der geduldig auf einen Marmorklotz einhämmert, bis irgendwann mal eine grandiose Statue zu sehen ist mit der Inschrift Grand Slam-Siegerin. Bleibt dieser Marmorklotz allerdings stabil, dann bekommt Kerber Probleme. Sie hat mich in dieser Saison ein paar Mal umgebracht, sagte Sibulkova nach der Partie, es bedeutet mir sehr viel, endlich wieder gegen sie bestanden zu haben, noch dazu auf dieser Bühne. Man könnte nun sagen, dass Kerber zu passiv agiert hat. Man könnte auch sagen, dass Sibulkova aggressiv und beinahe fehlerfrei gespielt hat. Man könnte auch sagen, dass es eine Angelique Kerber-Partie mit vielen Angelique Kerber-Ballwechseln gewesen ist. Sie gewinnt viele dieser Partien, wenn sie ihre GegnerInnen brechen kann, aber manchmal, da verliert sie solche Matches auch, wenn die Kontrahentin zu stabil bleibt.
so wie Saibokova, die sich erdreistete, einige Angelique Kerber-Ballwechsel für sich entschieden zu haben. Nach dieser typischen Angelique Kerber-Partie gab es im Louis Armstrong-Stadium gegen Philipp Kohlschreiber eine typische Alexander Zverev-Partie zu bestaunen. Der 21 Jahre alte Hamburger gilt als das größte Talent im Männertennis, ein Hochbegabter, einer der von den Größten dieses Sports wie Roger Federer. Ich hoffe, dass er mal die Nummer 1 wird, und Rafael Nadal, wenn er in den nächsten 2 Jahren nicht bei Grand Slams erfolgreich ist, dann habe ich keine Ahnung von Tennis, mitgeteilt bekommt, dass er bald auch zu den Größten dieses Sports gehören wird. Dieser Hochbegabte will nun auch bei Grand Slam-Turnieren zu einem Hocherfolgreichen werden. Dafür hat er den einzigen Weltklasse-Spieler Ivan Lendl engagiert, der als Trainer schon Andy Murray zu dessen ersten Grand Slam-Titeln und auf Platz 1 der Weltrangliste geführt hat. Er soll Zverev beibringen, wie das geht, in Partien über 3 Gewinnsätze die Nerven zu behalten und nicht zu implodieren. Zverev nämlich betrachtet Perfektion als Normalzustand, selbst kleine Fehler nerven ihn kolossal, doch bei Partien über 5 Sätze, da gibt es nun einmal auch Tiefen, kleine Krisen, knifflige Momente. Die typische Alexander Zverev-Partie, die er bei Grand Slam-Turnieren verliert, die geht so, er regt sich irgendwann über die eigene Fehlbarkeit auf, dann echauffiert er sich über allerlei andere Dinge und verliert darüber komplett den Faden und den Glauben daran, die Partie noch gewinnen zu können. Bei den Australian Open zum Beispiel regte er sich während des 4. Durchgangs gegen Heung Chung, Südkorea, minutenlang darüber auf, dass das Flutlicht nicht rasch genug eingeschaltet wurde, er gewann danach kein einziges Aufschlagspiel mehr. In Wimbledon ärgerte er sich kurz vor der 2:1-Satzführung gegen Ernst Bublis, Lettland, über den Linienrichter, er verlor danach den 4. Durchgang und den 5. gar mit 0:6. Ich bin ein fitter Typ, ich kann viele Wege gehen. Ich muss die Partie physisch und abwechslungsreich gestalten, ich muss verschiedene Winkel, Höhen und Tempi spielen. Dann kann ich vielleicht in seinen Kopf reinkommen, hatte Kohlschreiber vor der Partie gesagt. Es ist ein 5-Satz-Match und ich muss hoffen, dass er vielleicht darüber nachdenkt, dass es bislang bei Grand Slam-Turnieren noch nicht so geklappt hat. Genau das passierte am Samstagabend, Zverev gewann den ersten Satz im Tiebreak, den zweiten verlor er mit einem unnötigen Fehler. Kann passieren, sowas. Doch Kohlschreiber war nun drin in Zverevs Kopf und er holte sich auch den 3. Durchgang, sehr deutlich sogar. Im 4. Satz führte Zverev dann mit einem Break und 3:0. Kurzzeitig sah es so aus, als würde er diese Partie nun drehen können, als würde die Arbeit mit Lendl schon nach wenigen Tagen der Zusammenarbeit die ersten Früchte tragen. Allerdings Zverev verlor sein Aufschlagspiel mit einem Doppelfehler und implodierte. Mal wieder, er regte sich über die Schiedsrichterin auf, haderte mit sich selbst, und er gewann nur noch 10 Ballwechsel und kein einziges Spiel mehr. Er verlor mit 7:6, 1, 4:6, 1:6, 3:6. Ich glaube, dass es eine unterhaltsame Partie für die Zuschauer war, sagte Kohlschreiber danach. Ich habe seine harten Aufschläge gut ins Feld zurückgebracht und ihn mit meinem Rückhandslice ärgern können. Unterhaltsam war es allemal, für die Zuschauer, für Kohlschreiber, aber sicherlich nicht für Zverev, der nun mal wieder eine typische Alexander Zverev-Partie bei einem Grand Slam-Turnier verarbeiten muss. Das Publikum rülpst, es ist laut und heiß, die Profis jammern gerne über die harten Bedingungen bei den US Open. Sie klagen aber nie über die üppigen Preisgelder. Punkt. Kommentar von Jürgen Schmieder mehr.